Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Darko ist immer noch mit dabei und Darko kämpft heute gegen Eiktür und mal schauen, ob man ja, erlegen kann. So, ja, der Darko hat jetzt auch eine neue Ausrüstung, ist auch wie ich alles Bronze. Und die Köpfe, die ich dir zugeworfen habe, bitte mal in irgendein Slot-Inventar oben legen dann. Brauchst du dann? Wo kommen die Köpfe rein? So. Aber nicht die Rehköpfe reinlegen. Oder oder Hirschköpfe. Nein, nein, nein. Gut. Wir gehen an das, was näher gelegen ist, also in die Richtung. Warte kurz, ich habe hier vorne nochmal alles. Kann man den kann ich das Bronzeschwert nicht reparieren? Am anderen Tisch. Einfach den Hammer dann immer spammen, bis er nicht mal aktiv ist, dann ist alles repariert. Ja. So, da oben ist er. So, da ist der Altar. Du gehst jetzt in die Mitte und drückst dann die Nummer, wo du die Köpfe drin hast. Ich hab erstmal den Raben. Kusch, kusch, kusch. Kusch. Boah. lass mal, der wird dann beim Uralten bei mir auch noch auftauchen. Ja, wer hat sich die Mühe gemacht, diesen ganzen Text zu schreiben? Einer der Entwickler auf jeden Fall. Und da, wo die Partikel hinfliegen, das spawnt dann auch der Eiktür. Na, dann mal viel Spaß. Boah, bei mir wackelt das ganze Bild. Dir helfen soll, musst du Bescheid sagen. So kannst du mir natürlich auch helfen. Oh, du machst gut Damage, mehr als ich mit dem Feuersperr zum Anfang. Am besten immer so machen, wenn er eine Attacke gemacht hat, dann ranrennen, also wenn er eine Attacke macht, blocken. Wenn die Attacke fertig ist, ranrennen, dann kannst du zwei, dreimal hitten, ne? Ja, genau. Dann rennt er einmal rum, dann macht er die nächste Attacke, dann blockst du wieder und dann hittest du wieder. Und wenn du Ausdauer brauchst, einfach um die Steine rumrennen. Mein Problem ist wie immer die nette Aufnahme.
der stand gerade auf dem Stein. Klopse, ich habe jetzt mal mitgemacht. Du wirst gleich wieder Rezepte kriegen, weil ich dir das Geweih von dem noch nie zugeworfen hatte. Das habe ich aber aufgenommen. Aus Versehen, weißt du noch? Echt? Das Geweih von dem? Oder die Trophäe? Das war die Trophäe. Mit dem Geweih kannst du die erste Spitzhacke herstellen, die es in dem Spiel gibt. Aber dir wurde ja bis jetzt schon die Bronze angezeigt, weil ich dir Bronze zugeworfen hatte. Ja, und das war noch der einfachste Boss. Im Grund drauf war der auch... Ja. Also mein Problem ist echt einfach nur die Ausdauer. Dafür gibt es diese großen Steine. Kann man sie immer gut hinterstellen. Ja, ich weiß gar nicht, wie man die Ausdauer trainiert. Okay. Weil bei mir sind jetzt 2, 4, 5 so eine gelben Dinger. Dann mal, musst du ganz kurz sprinten drücken, dann siehst du unten den Ausdauerbalken. Ich habe 4 Striche und 4 ein bisschen. Hast du eventuell gerade Hunger? Nein. Bist du ausgeruht? Ja. Okay, dann... ja... ja, dann musst du durch die Gegend sprinten und springen, weil ich mach das ja auch noch, damit die Skillpunkte erhöht werden. Ja. Aber ich kann dir dann zur Not noch mal ein bisschen extra Med geben, dass immer wieder regeneriert wird. Ich hab also Leben war nicht mein Problem, ehrlich gesagt. Ja, aber das Med ist auch für die Ausdauer gut. Ich habe das jetzt auch überhaupt nicht verwendet. Ja, okay. Jetzt darfst du die aussuchen. Der Uralt ist dort. Ich denke mal, wir werden mit dem Portal hinreisen und ich mit dem Boot. Willst du mal eine Runde Boot fahren in der Folge? Ja, das kann nicht so kompliziert sein. Mach erst mit dem ersten Boot, mit dem viereckigen. Ein kleiner Tipp, fahr nicht zu weit raus, denn dann kommt die Seeschlange. Andere Seite ist eine Leiter. Aber pass auf, Ausdauer geht aufs Schwimmen und dann kriegst du Damage. Genau, hier ist die Leiter, wo ich stehe. Komm hier nicht hoch. Ey! Mach doch das Boot nicht kaputt! Ja, wobei, wenn es kaputt ist, ist es egal. Ich habe ja noch eins. Da ist das Ruder. Ich will nicht sagen, dass das Ding lahmarschig ist, aber es ist lahmarschig. Naja, du hast jetzt bestimmt nur einen Strich nach oben. Ja. Du steuerst das gerade per Hand, siehst du am Ruder. Du kannst jetzt noch zweimal W drücken, dann fährst du das Segel ganz aus und einmal W, da fährst du es nur zur Hälfte aus. Und du siehst ja, woher der Wind kommt und je nachdem, von wo der Wind kommt, kommt er von hinten oder schräg von hinten, ist das Segel effektiv, kommt er von vorne, musst du halt per Hand rudern. Und immer schön... am besten rausscrollen und ab und zu mal so nach unten gucken, dass du nirgendwo unter Wasser dagegen fährst, weil du hast ja gesehen, das Boot kriegt auch Schaden. Und die Fische im Wasser eigentlich killen? Die kann man mit dem Speer killen und du kannst den Speer auch werfen. Kannst du aber bestimmt auch mit Pfeil und Bogen machen. Ich hatte bis jetzt immer Glück, dass tote Fische am Ufer lagen. Die habe ich schon eingesammelt. Wo müssen wir hin? Fahr einfach erstmal rum. Du testest jetzt einfach mal die Boote, weil das andere, das geht dann richtig ab. Der Grund auf der ist das Sea of Thieves. Na, überleg mal, du müsstest in Sea of Thieves deine Boote erstmal aufwerten und du würdest mit so einem Standardding losfahren.
Ach, die Ecke kenne ich. Die habe ich als allererstes gebaut. Da liegt dort der Holzbalken im Wasser. Ja, aber von Grund auf ist das richtig spannend. Und das andere ist dann, wie gesagt, wendiger und schneller. Und mit dem darfst du dann auch gerne noch mal eine Runde rumtuckern. Und was ist, wenn ich es kaputt mache? Dann muss ich mir leider Neues bauen. Weil ich mit dem hier werde ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr fahren. Ich nehme nur noch das andere, weil das auf ein Lager hat mit 4 Slots, wo ich ein bisschen was drin einlagern kann. Und das Boot wird dadurch dann natürlich auch wieder langsamer. Das ist recht interessant. Also, die haben sich da im Real Life, die haben sich ans Real Life gehalten. Je voller das Boot, umso langsamer. Dann dreht sich das Segel eigentlich automatisch oder hast du das gedreht? Das dreht sich automatisch. Das ist, glaube ich, mein 3. Boot, was ich auf der Map habe. Eins wurde ja durch die Seeschlange versenkt. Eins steht irgendwo noch rum. Ja, und dann das hier. Was? Ja, ich wollte gerade wissen, wie ich den anhalte. Hat sie erledigt. Mit S einfach dann rückwärts fahren. So, du müsstest jetzt auch die Schrift, du fängst an zu frieren, bekommen haben. Nö. Okay, weil du, es wird Nacht. Mir ist nur kalt, aber ich habe keine Schrift bekommen. Ja, das ist dann eben entweder, wenn du im Schneegebiet bist oder wenn es Nacht ist. Mir war schon am Spawn kalt, also. Da hattest du ja nichts an. Wenn man mal so nimmt, du hattest nur untenrum Unterwäsche und obenrum nur ein normales Hemd an. Ich bin gleich wieder da. Hier pümmelt so ein Blauaugenvieh rum. Wie hast du von hier aus das Blauaugenvieh gesehen? Die fallen halt wirklich auf. Oh, das ist noch eins, cool. Ich weiß zwar jetzt schon, dass das eine scheiß Idee sein wird, aber egal. Also mit dem Schwert müsstest du es locker hinkriegen. Weil es kommt mir manchmal so rüber, wenn die so vereinzelt hier rumrennen, dass die ihn ausspähen. Und dieses Geräusch, wenn du zuschlägst, was sich anhört, als ob du auf Metall haust, hat dein Angriff mehr Wirkung. Hat man ja auch beim Troll auch mit den Pfeile schießen. Mhm. Ich würde sagen, erstmal ins Feuer drinne stellen und dann eine Runde schlafen, dass wieder Tag ist. Dann sind wir nämlich auch ausgeruht. Ach, Darko, musst du mal alles damagen? Ey, komm, deine ganze Wohnung hier ist gedamaged. Habe ich am Bauhammer gesehen. Das ist durch den Regen tatsächlich. Das Holz ist einfach nur feucht. Wenn du jetzt ein Haus baust, du hast doch kein Dach drauf und es fängt an zu regnen, verändert sich die Farbe vom Holz.
Nein, ich meine mit gedamaged, wenn ich den Bauhammer in die Hand nehme und auf das Holz schaue, steht da überall. Ist es nicht heil, das meine ich. Ja. So, wir haben noch 10 Minuten. Ja. Da ist noch ein zweites Boot. Da ist super. Das ist eigentlich in echt auch ein Boot vorwärts, weil das ja nur eine Seitwärtsbewegung ist. Naja, in echt saßen die links und rechts und haben gerudert wie bei einem Ruderboot. Ja genau, aber ich meine jetzt das, ob das überhaupt physikalisch was bringt. Ja doch, du bewegst ja das Ruder hin und her, das ist, es treibt dich voran, klar. Plus, wenn man links und rechts rudert, ist es halt effektiver. Und das ist halt nur ein kleines Boot. Die richtigen Schiffe, die waren ja größer. Da haben ja immer 5 bis 8 Mann auf der einen Seite und auf der anderen Seite gerudert. Und dann hatten sie immer noch Platz, dass dort ein Haufen Leute sitzen konnten und sich ausruhen. Aber das ist halt wirklich schneller unterwegs, das Boot. Und wendiger. Das ist halt geil. Hier haben wir genug Platz. Man merkt aber richtig, wenn der Wind reinhaut. Ja. Ja, das Problem hatte ich auch, als ich das Boot getestet habe. Also für das brauchst du beim Lenken echt ein Gefühl. Aber die Lenkung ist wirklich so wie in Sea of Thieves. Bei dem dauert das ein Weilchen. Aber kein Damage. Jetzt musst du wieder vorwärts fahren. Jetzt fährst du die ganze Zeit rückwärts. Also welches Boot gefällt dir mehr? 1 oder 2? Eine Mischung aus 1 und 2. Also nee, das erste Boot, das ist... Nee, ich bin froh, dass ich jetzt das zweite habe. Ja. Dann 18 Minuten geht die Folge. Ich sack mir jetzt schon nochmal die Samen ein. Ich brauche nur 3 Stück. Wie viele Feuerpfeile hast du noch? 94. Ja, das reicht. Ja. Ich habe 11 bei Schwerter jetzt. Ja, mit dem Schwert wirst du beim Uralten nicht weit kommen, also da musst du wirklich auf Distanz gehen. Ich hatte nämlich gelesen, der macht Distanzangriffe und du musst halt ausweichen, angreifen. Und immer wieder Ausdauer und Leben regenerieren, weil... Ja, ich weiß nicht, wie viel Damage seine Attacke macht. Aber du kannst ja gerne noch ein bisschen trainieren, wenn du Lust hast. Ja gut, Bogen kann ich nicht viel trainieren, weil das die ganze Pfeile immer verbraucht. Dann
kriegst du von mir andere Pfeile, die du verballern kannst. Da habe ich, glaube ich, auch noch über 100 Stück. Und mit denen kannst du dann auf Wildjagd gehen, wenn du Lust hast. Und kannst auch Vögel jagen, weil Federn sind auch immer wichtig. Und hier haben wir 108. Jo. Und ja, dann kannst du Bogen auch trainieren. Auch so. Ich komme mal zurück. Ja, ich stehe hier auf der riesen Matschfläche. Ja, oder so. hier liegen dann die Pfeile. Du musst die Feuerpfeile aber dann erstmal aus dem Inventar nehmen, weil der bevorzugt die Feuerpfeile irgendwie als erstes. Nee. Du musst ja einfach nur auswählen. Du bist die anderen ausgewählt und kann mit denen schießen. Ah, okay. Ja, gut. Mensch, Ike. Wie lange spiele ich das Spiel? Ja, Darko, ich konzentriere mich da eher auf andere Sachen. Also gehe ich eine Runde Holz farmen. Denn ich brauche noch ein bisschen Edelholz. Macht ja gar kein Damage. Doch, die machen Damage. Du hittest Reh und Wildschweine One-Hit mit Pfeil und Bogen. Beim anderen stimmt das hier irgendwie nicht. Darko, ich habe folgenweise, wo ich die Tiere mit den Pfeilen erschieße. Bei mir hat das Reh eben nur 18 Damage bekommen. Wo hast du es denn getroffen? Irgendwo hinten am Arsch. Wenn man dir mit einem Pfeil in den Arsch schießt, da rennst du doch auch kreischend weg. Und lass dich noch schäckisch nehmen, weil. Nee, Körper oder Kopf ist wirklich immer effektiv. Ja, der hängt gut da oben. Kann man eigentlich im Schleichmodus unbegrenzt an die Viecher ran? Nee, ich glaube nicht. Das ist dann halt der Vorteil von der Trollrüstung. Da kriegst du halt Schleichbonus. Also, trotz Anziehen muss ich echt Höhe erzielen. Oh, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich nicht machen wollte. Ich habe normale Bäume gefällt. Ich wollte die schöne Idylle nicht kaputt machen hier. Naja, drei Bäume halt weg. Na, nach da unten ist nichts gerollt. Ha, mich juckt's richtig. Hier im Wald steht nämlich noch so ein großer Baum wie an meinem Haus. Mich juckt's richtig in den Fingern, den Baum zu fällen. Aber wenn ich den fälle, dann fallen auch noch andere Bäume um. Thank you.
Das kann weg, das kann weg. Und was mir hier an Tieren noch fehlt, sind Pferde. Dass man sich eventuell ein Pferd tamen kann und mit denen fortbewegen. Weil die Wikinger früher haben Pferde ja auch genutzt. Ui, der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Hatte das Wildschwein oder das Reh Sterne? Ja, ein Stern oder zwei? Das war ein Blauäugenviech mit zwei Sternen, ja. Ja, die sind dann stärker als die mit nur einem Stern oder ohne Stern. Das ist wie mit dem Skelett im Dungeon, was wir in der letzten Folge hatten. Ja, gut. Der hat halt jetzt 5 Hits statt 2 gebracht. Die Ausrüstung macht da dann doch schon einen riesen Unterschied. Oh ja, aber du wirst halt auch langsamer dadurch. Die Keule, die ich habe, also ich feiere die irgendwie. Immer so ein Vieh gehittet, das fliegt halt einfach weg. So ein Gelbaugenvieh. Läuft doch nicht schon weg, wenn ich mir überlegen kann, schlagen. So. Die Setzlinge kommen wieder hier rein. Ich habe kein Met mehr zum Herstellen. Okay. Gut, dann beende ich die Folge hier und in der nächsten Folge werden wir den Uralten klatschen gehen.